Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Feuerrot Egglock. Mein Name ist Bum und Tutorial TV und heute geht's weiter. Ja, aber wo geht es heute weiter? Ihr ahnt es vielleicht schon, wir sind heute in der Nähe von der Safari-Zone und deswegen geht es heute ausnahmsweise nochmal in die Safari-Zone. Ihr habt nämlich in einer der Folgen gesagt, darfst dort einige Pokémon nochmal fangen und ich habe gesagt, alles klar, dann mache ich das und wir versuchen unser Glück in der Safari-Zone nochmal. Das heißt, los geht's. Und natürlich haben wir hier auch einen kleinen Vorteil, denn wir haben hier natürlich den Surfer und können so ein wenig abkürzen. Ja, jetzt denkt ihr euch hier, ja, hier liegt ein Nugget, ist nice, da liegt bestimmt nichts mehr, aber Achtung, hier liegt nämlich noch irgendwo ein Sonderbonbon. Nein, ich möchte keinen Surfer einsetzen. Achso, es liegt ein Blattstein hier. Auch gut, dann liegt halt ein Blattstein hier. Da dürft ihr euch auch drüber freuen. Was ich übrigens sagen wollte, es ist ein neues Pokémon in unser Team gekommen. Nämlich, es ist Dustin. Dustin habe ich auf Level 41 trainiert und ihm ein Sonderbonbon gegeben. Am Schluss, ja, kann Surfer Psychokinese, die Attacken habe ich ihm per TM und VM beigebracht. Kopfnuss und Amnesie hat es per Level Up erlernt. Ja, Wodgal hat auch ein paar Level erreicht und ja, dementsprechend würde ich halt sagen, gehen wir hier mal weiter. So, das war ja das erste Areal. Das heißt, hier sind wir im zweiten Areal und dürfen ein Pokémon fangen. Das Schöne ist, wir können auch noch ein paar Items abstauben. Ich weiß gar nicht, war hier noch irgendwas? Nö, da war gar nichts. Aber hier unten war, glaube ich, noch irgendwas gewesen, was wichtig ist. Top-Trank, wir sind alle glücklich über diesen Top-Trank. So, auf gut Glück. Wieder kein leichtes Pokémon. Ich versuch's nochmal mit einem Köder. Okay, Areal Nummer 2 habe ich ebenfalls verschissen. Läuft ja wie am Schnürchen in dieser Safari-Zone. Jetzt fehlt in Areal 3 noch ein Chanaira, damit es gar nicht mal so kompliziert schwer werden würde. Meine Damen und Herren, es erscheint ein wildes Chanaira. Ach komm. Ja, ey, was soll das denn? Ich sage, es soll ein Schleierer kommen und in Areal 3 kommt ein Schleierer. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Ich suche es ständig nach diesem Pokémon. Ständig, ständig. Und dann einmal, wenn ich es nicht brauche, wenn ich es zum Teufel nicht brauche, dann kommt's. Ach, gut, was kommt jetzt für ein seltenes Pokémon? Kangama, Kangama. Er schreit förmlich nach Kangama. Gib mir noch seltenere Pokémon. Das Sichlo ist wütend. Yes, es ist da. Yes. Fang es. Ja. 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 Es ist drin. Oh Mann, die Safari-Zone mag mich nicht. Sichlo. Es zerreißt unser Kleiner seine Beute mit seinen unglaublich scharfen Sicheln. Selten breites es. Das ist noch von Chanaira. Selten breitet es seine Flügel aus, um zu fliegen. Selten breitet es seine Flügel aus, um zu fliegen. Was ein Satz. Möchtest du dem Sichlo einen Spitznamen geben? Nein. So, dann machen wir einmal Schluss. Wir haben jetzt genug seltene Pokémon gesehen. Ja, wir möchten die Safari-Zone verlassen. Ja, war die Jagd erfolgreich. Besuche uns bald wieder. Ernsthaft, wenn ich eine Waffe hätte, würde ich den Typen erschießen. Nein, Spaß beiseite, aber... Ah! Warum Chanaira? Wie auf Kommando, ey. Das ist ja schon sehr seltsam. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Mogelbaum verloren. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Deswegen haben wir ja auch das neue Pokémon im Team. Und wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, nach Alabastia zu fliegen oder hier Surfer einzusetzen. Ich habe gedacht, wahrscheinlich werde ich hier Surfer einsetzen. Ist für mich einfacher. Ich muss gerade überlegen. Ich darf ja noch ein Ei mitnehmen. Und ich nehme irgendein Ei, ein zufälliges Ei, was jetzt bis jetzt noch nicht gewählt worden ist. Dieses Ei hier auf Platzhalter 18. Vielleicht wurde es ja gewählt. Das müsste ich jetzt kurz mal gucken.
ich bin jetzt ein wenig schlecht vorbereitet in dieser Folge, merke ich gerade, weil meine Liste gar nicht offen ist. Müsste ich einmal gucken. Upsala. Da geht's gerade in mein Programm rein. Hat mir das natürlich wieder passiert. Zitzitze. So. Dann gucken wir jetzt einmal, was, ob da jemand diesen Platzhalter 18 wollte. Nee, Platzhalter 19. Kann ich ja jetzt schlecht so nennen. Aber hier steht beliebig. Dann nennen wir es jetzt... Dann nennen wir dieses Ei jetzt Danny. Danny. Ich habe ja den schönen Spitznamen Danny Next Door Neighbor bekommen von meinen Kumpels, weil wir damals SingStar gespielt haben und da gab es dieses eine elende Lied drauf und ich war da wirklich der Next Door Neighbor gewesen und deswegen war das halt dann auch mein Spitzname. Es ist ein Voltoball! Ich habe mir selbst ein gutes Pokémon vorgeschlagen, sehr schön. Wie gesagt, ich habe es für mich vorgeschlagen. So, Voltoball, willkommen im Team. Eins der schnellsten Pokémon, das schnellste Pokémon überhaupt. Komm, jetzt noch hastiges Wesen. Es ist zart, nicht hart. Und es paralysiert bei Berührung. Ladevorgang und Tackle. Das sind so die Attacken, die Danny beherrscht. Ein wunderschönes Voltoball. Aber... Schluss mit der Romantik hier. Wir müssen weiter auf Route 19. Es gibt noch einige Trainer herauszufordern. Und ich meine, hier auf der Zinnoberinsel kann ich normalerweise doch mit Stärke weiterkommen, wenn ich von der Seite komme. Ich bin gespannt. Wenn nicht, müsste ich bis ganz zurück nach Alabastia. Das wäre nicht so toll. Das Schöne ist wenigstens, ich kann hier mit Migi sehr leicht aufräumen. Ja, und dementsprechend natürlich auch einige Pokémon besiegen. Mushas zum Beispiel. Das ist sehr effektiv. Und Schwimmer-Enos besiegt. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Ja, dann geh dich ins Wasser weiter aufwärmen. So, nächster Trainer. Warte, sonst bekommst du noch einen Herzinfarkt. Menschenskinder. Ich werde schon so nicht ins kalte Wasser springen. Ich werde mich vorher irgendwo aufwärmen. Oder abkühlen. Keine Sorge. Eins von beiden. Donnerschlag macht hier bestimmt gute Arbeit, während wir hier die ganze Zeit übers Wasser gleiten werden. Wir haben ja zwei Pokémon, die Surfer einsetzen können. Von daher, das sollte das wenigste Problem sein. Die Level der Pokémon sind auch mittlerweile so human, dass ich jetzt sagen kann, ja, die kann ich jetzt auch hier problemlos mit Migi besiegen. Level 29 ist, stellt kein wirklich großes Problem dar, ja. Das sollte eigentlich ohne Probleme machbar sein. Und da haben wir natürlich noch einen Sterndu. Und auch Sterndu ist besiegt. Ihr könnt natürlich gerne weitere Namen vorschlagen. Mich würde es aber freuen, wenn es Leute täten, die noch keinen Namen in dem Projekt haben. Oder die noch keinen Namen überhaupt vorgeschlagen haben. Ich habe nämlich einige gesehen, die haben schon bereits Namen vorgeschlagen und dann trotzdem nochmal gewortet. Nicht so Sinn der Sache, aber okay. Ich schaue auf das Meer und zu vergessen. Ja, dann vergesse. Vergesse alles, was du gelernt hast. Kevin. Ja, Kevin will vergessen. Unser lieber Kevin. Der natürlich alles vergessen möchte. Kann nur gut enden. Das kann nur gut enden. 532 Erfahrungspunkte. Seepair, das nächste Pokémon. Seepair. So, das sollte auch sehr effektiv sein. Ja, und auch dieses Pokémon K.O. Level 43. Schöner Anstieg hier für Ampharos. Nein, ein traumatisches Erlebnis. So, nächster Trainer, neues Glück. Ich wollte nach Pokémon tauchen, doch das war keine gute Idee. Ja, die VM-Taucher, die gibt's ja hier in dieser Edition nicht. Das ist ja auch eine sehr große Besonderheit. Taucher gibt's ja in Rubin, Saphir und Smaragd, aber nicht in der Feuerroten und Blattgrünen Edition.
Was mich schon sehr gewundert hat, ja. Also, dass es das überhaupt nicht gibt. Und was ja eigentlich noch viel kurioser ist, ist, dass Cascade, obwohl es eine VM ist, hier nur zweimal eingesetzt werden kann. Ihr glaubt mir nicht? Ihr glaubt mir nicht. Es kann nur zweimal eingesetzt werden, soweit ich weiß. Einmal auf Island 2 und einmal in der Eiskaskadenhöhle. Und danach nie wieder, soweit ich weiß. Also es gibt diese VM für zwei Stellen, die du eigentlich nicht brauchst. So gesehen. In Kanto gibt's ja keine Wasserfälle. Es gibt in Kanto keine Wasserfälle. Übrigens, wenn wir es gerade von Cascade haben und von VM, Gold King und Goldinis Spezialattacke war damals Cascade gewesen. Bevor übrigens das als VM eingeführt worden ist. Also das gab's schon in der ersten Generation. Das wissen ganz, ganz wenige, dass es diese Attacke schon so früh gab. Vielleicht seht ihr auch einen zu einem dieser Leute, die das vergessen haben. Fuck, ich bin vom ersten Encounter geflohen. Das war bitter. Mist, ich habe einen Moment lang nicht gescheit aufgepasst. Ja, ich wollte Superschutz einsetzen. Ja, jetzt ist es eh zu spät. So. Ach, Mist. Mist. Jetzt habe ich den Encounter versemmelt. Gut, meinetwegen. Das war jetzt natürlich ein wenig unüberlegt, da einfach zu fliehen. Gut, mach nix. Nach vorne blicken. Die nächste Route ist nicht weit. Wasserrouten sind allgemein hier sehr eng beisammen. Ja, Goldies Spezialattacke war Cascade gewesen und nicht Platscher. Obwohl es in Super Smash Bros. Platscher einsetzen kann. Das ist ja auch die Krönung. Ich habe Super Smash Bros. Nicht wirklich häufig gespielt, aber es ist mir doch sehr aufgefallen, dass Goldini Platscher konnte. Zumal es eigentlich gar kein Platscher kann. Also, ja, das ist schon etwas seltsam. Aber gut, so unterscheiden sich die Spiele in mancherlei Hinsicht. Und es ist bis heute übrigens Tradition, dass das so ist, meiner Meinung nach. Und ja. Das liebe Goldini und die Cascade. Ich weiß nicht, ob die Stärke sich geändert hat. Ich meine, sie ist gleich geblieben. Sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube auch, die Attackenanimation war sogar sehr ähnlich gewesen, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Oder waren das noch immer diese Hydropumpenteile? Nee, das waren die nicht. Ich glaube, die Animationen waren im Vergleich zu der zweiten relativ ähnlich. Müsste so gewesen sein. Habe ich keinen Dings. AW-Dings. Füllteil. Habe ich eine Yonago-Beere? Ich habe wenigstens eine Yonago-Beere. Kann ich wenigstens Donnerschlag ein paar AP auffüllen? Warte mal, habe ich nicht irgendwie Donnerblitz oder sowas? Oder Donner? Oder irgendeine Attacke, die irgendwas abzieht und mein tolles, wunderschönes Ampharos lernen kann? Durchbruch bestimmt. Aber das ist physisch, ne? Ampharos hat doch keinen. Hat das physischen Angriff? Das hat doch speziell, oder? Mega Ampharos hat physisch. Ja, das hat speziell. Aber ich sehe da was anderes in meiner TM-Box, was mir sehr gefallen hat. Eine Schockwelle. Die haben jetzt zwar nicht die gleiche Stärke, aber wenigstens ungefähr dieselbe. Baumwollsaat hat eine Genauigkeit von 85 in der dritten Gen. Oh Gott. Dafür, dass es eigentlich eine so schlechte Attacke ist, weil Agilität macht im Prinzip genau dasselbe auf deiner Seite und hat eine immerwährende Genauigkeit, weil es ja auf den Anwender geht. Deswegen, ja, ist das natürlich ein wenig komisch. So, Mama Schockwelle. Ich muss bloß aufpassen, dass ich Ampharos jetzt nicht verliere, weil Ampharos jetzt so tendiert, natürlich mein stärkstes Pokémon nach der Geschichte mit den ganzen Wassertypen hier zu werden. Es wäre schon bitter, nach den ganzen Wasserrouten hier wieder Ampharos irgendwie aufgeben zu müssen. Und es kommt Schockwelle. Schockwellen wir alles hier weg, auch dieses Quapuzzi. Papa.
Level 44 für Ampharos. Und der Umberto, der ist besiegt. Gibt ein paar Poké-Dollar. Natürlich gibt es auch einige Trainer, die uns hier noch herausfordern wollen. Zum Beispiel dieses wunderschöne Schwimmepärchen mit Goldini und Golking. Wow. 30 und 30. Ampharos und Asiatisch. Also besser hätte ich kaum anfangen können. Machen wir Donnerschlag und Gigasauger. So, für Golking reicht's. Dann reicht's auch für Goldini mit dem Gigasauger. Vielleicht erreicht ja Asiatisch noch ein Level. Das wäre toll. Das reicht natürlich hier bei weitem aus, um Goldini zu besiegen. So, komm, hier Level up. Nix. Gar nix. Wow, es gibt jemanden, der stärker ist als meine Schwester. Natürlich, ich. Hi. Diese Gewässer sind trügerisch. Ist übrigens die einzige Stelle, wo man nur Wasser sehen kann. Also in der Generation 1 war das hier fürchterlich gewesen. Da konntest du fast nur Wasser sehen. Jo, so war das damals. Sehr effektiv ist das Ganze hier. Tentara besiegt derweil. Nächstes Pokémon ist wieder, meine Damen und Herren, Tentara. Ich weiß, es ist spannend, ne? Diese ganzen Tentaras. Ob diese Serie jemals noch abreißen wird? Und wir andere Pokémon als Tentara noch sehen werden? Oh, es kommt ein Seepferd. Ja, ich weiß, das Schwimmerhagen hat unterschiedliche Wasser-Pokémon. Ich meine, er hat auch noch einen Sterndu. Dann wird es wenigstens nicht ganz so langweilig. Dafür sind seine Pokémon 3 Level schwächer als im Durchschnitt. Aber selbst wenn sie 3 Level stärker wären, wäre das auch nicht schlimm. Paradox, dieses Tentoxa Level 27 hier. Ja, und der levelte Pokémon gibt es auch einige. Ich werde nie dieses Visenior Level 2 vergessen auf Route 1 vor Alabastia. Das war schon ein wenig schockierend für mich, aber gut. Man konnte es ja trainieren, wenn man wollte. Und die Tradition unterlevelter Pokémon, die gibt es eigentlich bis heute. Ich kann mir fast wetten, dass es in Pokémon Sonne und Mond sicherlich auch welche geben wird. Alleine die Tatsache, dass es eigentlich immer welche gab, bestätigt mich da nur. Ich wollte noch gegen einen Trainer kämpfen. Gegen dich jetzt. Weil ich mich jetzt gegen dich entschieden habe. Francesca. Oh, my lady, Francesca. Sie hat einen Stern. Level 29. Nie Level 30, aber Level 29. Es ist ganz, ganz dicht vor gut sein, aber dann so weit entfernt vor Level 44. Meine Güte, der Name ist schon so lang, dass fast die Textbox da nicht reinpasst vom Namen her. Francesca. Kann man sich mal merken? Muss man sich aber nicht. Level 45, komm, ein Viereranstieg im Spezialangriff, ich bitte dich. 3, 3, warum Angriff 3? Warum hat das überhaupt so viel Angriff? Warum hat das 100 Angriffspunkte? Das Pokémon hat total viel Angriff irgendwie. Ungewöhnlich viel Angriff. Das ist hart. Ich ahne irgendwie, dieses Ampharos ist hart, weil... ich kapiere nicht, warum du so viel Angriff bekommst. Jo, Solo. Ich glaube, Solo ist Angriff plus und... könnte wahrscheinlich Verteidigung minus sein. Ja, das andere ist für mich... oder es könnte auch Spezialverteidigung. Verteidigung ist Spezialverteidigung. Ich bin mir nicht sicher. Jo, Donnerschlag hat nur 1 AP. Schockwelle hat 20. Das heißt, wir können noch gegen einige Trainer kämpfen. Doch nicht in dieser Folge, meine Damen und Herren, sondern in der nächsten Folge der Feuerrot Egglock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und Hypen natürlich hier an der Stelle nicht vergessen. Und ob ihr Rosinen oder Weihnachtsplätzchen mögt, könnt ihr ja jetzt in die Kommentare schreiben.
Einfach eine random Frage. Und hier an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.